Lieber Herr Gulda, ich verfolge Sie ja nun schon seit über 3 Jahrzehnten und Sie sind eigentlich immer für Überraschungen gut. Aber ich glaube, dass Ihre Gemeinde und Ihre Freunde sehr überrascht waren, als Sie jetzt in den Jahren 85 und im Klaviersommer 86 plötzlich so viel Chopin gespielt haben. Nun weiß ich ja, dass Sie, ich glaube vor 20 oder 25 Jahren, schon mal so eine Art Chopin-Phase hatten. Da haben Sie die Preludes gespielt, das E-Moll-Klavierkonzert, es gibt sogar eine Platte mit den beiden Balladen. Aber auch die Freunde von Ihnen, die sagen, gut, er macht also Jazz, er improvisiert gerne, er macht das Opus anders, er spielt dazu Beethoven und Mozart und so weiter, die dürften auch überrascht gewesen sein. Wieso ausgerechnet Chopin? Ist das nicht ein Salonkomponist? Ist das nicht ein Komponist für höhere Damen, für feinere Töchter? Dass der Gulda, der sozusagen gegen diese Art von Kultur steht, sich gerade mit Chopin beschäftigt. Wie geht das in einem? Sie haben es früher gemacht, dann haben Sie ihn, glaube ich, ziemlich aus Ihrem Gesichtskreis herausgelassen und jetzt machen Sie es wieder. Wie läuft sowas? Wie ist das im Inneren eines Künstlers? Erzählen Sie es uns. Also Sie haben recht, dass ich vor langer Zeit, also eigentlich ein Vierteljahrhundert, mich mit Chopin ziemlich beschäftigt habe. Teils einfach, weil man als junger Pianist, der zunächst mal überhaupt Karriere machen will, muss man alles spielen. Also quer durch den Garten. Na, und Brahms zum Beispiel haben Sie noch nie gespielt. Ja, das ist wieder ein anderes Kapitel. Darauf können wir dann bei Gelegenheit vielleicht zurückkommen. Aber also teils wollte ich und teils war ich dazu verpflichtet einfach, wie ich jung war, diese Werke, die Sie genannt haben und noch manche andere von Chopin zu spielen. Und es hat mir übrigens auch großen Spaß gemacht. Es war also kein Opfer oder so. Und ich bin übrigens erstaunt, ich habe durch Zufall die von Ihnen schon erwähnte Aufnahme vom E-Moll-Konzert neulich wieder gehört, das ist längst vergriffen und aus dem Handel, aber irgendein Wahnsinniger hat eine Tonbandkopie, also ich habe das erfahren, so ein Totalfan von mir, der hat also alles, es gibt nichts von mir, was er nicht hat, so auch das. Und da habe ich eben nach 25 Jahren wieder gehört und habe mir gedacht, das ist aber verdammt gut. Und war also ganz überrascht, ich habe das längst vergessen gehabt. Dann habe ich mich an die Aufnahme erinnert, dirigiert hat der Sir Adrian Boult, der mittlerweile verstorben ist, die Aufnahme war in London. Ja. Und zwar vor, ich glaube, ich dürfte, es muss 20 oder 22 Jahre alt gewesen sein. Das ist eine uralte Geschichte. Und mir hat das immer schon sehr gut gefallen. Und verzeihen Sie, wenn ich also jetzt weiter aushole, um Ihre Frage da zu beantworten. Allerdings eben, wie ich eben sehr jung war und zunächst meine Karriere machen musste und wollte, hat mich immer ein bisschen gewurmt, dass das zwar anerkannt wurde, mein Spiel von Chopin, aber es wurden immer Vergleiche angestellt und der ist ja, und dieser oder dieser Kollege oder Konkurrent, die waren meistens älter und berühmter wie ich, also Brailowski und Rubinstein und was noch alles, nicht? Und so, und die sind halt also mindestens ebenso gut, meist auch besser, aber der Junge ist ja wirklich sehr, sehr talentiert. Und mir hat das einfach nach einiger Zeit, hat mir diese Tonart der Rezensionen hat mir einfach zu stinken begonnen. Und ich habe gleichzeitig Gelegenheit gehabt, festzustellen, dass es gewisse andere Dinge gibt, wo also die Leute, wie man heute sagen würde, total ausgeflippt sind, die Rezensionen uns geschrieben haben, sowas haben sie überhaupt noch nie gehört. Und das hat mir natürlich schon besser gefallen. Und ich hatte dann aus diesen Gründen langsam, wie man auch sagt, habe ich dann mit dem Chopin die Nase voll gehabt und habe ihn ein bisschen ad acta gelegt und habe ihn aber nie ganz vergessen natürlich. Das klingt so wie ein äußerlicher, fast taktischer Grund, dass Sie sagen... Es ist ein bisschen äußerlich, ja, und es kam auch dazu, ich bin kein Pole, ich habe keine Schmachtlocke, ich war nie der romantische Jüngling, sondern ich war immer mehr der kühle Intellektuelle. Es passte einfach auch vom Image her, man hat mir das nicht geglaubt. Also mit der Schmachtlocke haben Sie recht, so unromantisch sind, bin ich gar nicht ganz sicher. Manchmal habe ich das Gefühl, Sie verdrängen da was und wenn Sie Adagios spielen, kommt es raus. Aber um ganz ehrlich zu sein, als ich Sie damals Chopin spielen hörte, dieses E-Moll-Konzert, da dachte ich, es kommt irgendwie verdammt von Beethoven her. Es war also ein strengerer und ein männlicherer Chopin, als man es gewohnt war. Und ich habe heute Morgen, bevor ich in dieses Gespräch kam, habe ich mir die alte Aufnahme mit der G-Moll-Ballade angehört und da dachte ich, es ist eigentlich besser, als mir damals gefallen hat. Ihr Chopin war ist es genauso gegangen. Ich dachte, ja, es ist eigentlich besser, als ich dachte. Ihr Chopin war sozusagen strenger, aber überhaupt nicht sozusagen nur mechanisch und motorisch und so. Schön und gut. Sie haben sich dann also aus Gründen, die Sie, glaube ich, jetzt eben fast zu äußerlich dargestellt haben, es ist doch kein Zufall, dass man sich von einer Sache entfernt. Dann werde ich auch auf die inneren Vorgänge vielleicht jetzt ein bisschen eingehen.
Teils ist mir ja das von außen nahegelegt worden, teils hat es zu tun mit meinem ganzen Image, mit meinem Aussehen und teils war es auch meine Einstellung, dass ich also eine gewisse Distanz im Laufe eben meiner mittleren Jahre, wenn ich so sagen darf, zu Chopin im Besonderen und zur Romantik im Allgemeinen entwickelt habe. Das ist ein innerer Vorgang. Und das hatte damit zu tun, dass ich jetzt mal vom allerhöchsten Niveau eines Rubinstein oder in dieser Kategorie abgesehen, draufgekommen bin, dass das sogenannte romantische Gefühl bei gewissen Kollegen minderer Kategorie allzu leicht mit dem Schlendrian identisch ist. Und aus Angst davor, in dieses Fahrwasser hineinzukommen, ja, einfach zu schludern unter dem Deckmäntelchen der Romantik, das habe ich mir auf das Strengste verboten. Ich habe gesagt, du machst das nicht.